Na, hallo alle miteinander. Mal wieder ein Zwischenbericht. Ich nehme euch mal mit auf eine kleine Grundreise. Ich habe mal ein bisschen aufgeräumt. Aber naja, für meine Verhältnisse. Mal alles auf einen Ecken gemacht und den Müll zusammengeklaubt und alles. Das glaubt man nicht, was da an Pappe, an Plastik, an was weiß ich alles übrig bleibt. Also, das wird nachher das Schlafzimmer. Hier kommt das Bett so längs hin. Das hier wird noch zugemacht. Das ist jetzt nur offen, damit ich noch die Holzplatten reinreichen kann, die an die Wände kommen. Dann wird diese Wand komplett zu. Und ihr seht, ich habe die Fenster drinne. Hier über dem Bett eins mit Dreifachverglasung. Und aus meiner Erfahrung vom Leben im Bus, das waren ja einfach verglaste Fenster. Und da war es immer schweinekalt. Und da lohnt sich das schon, gerade im Schlafzimmerbereich gucken, dass da kein Wärmeverlust ist. Und trotzdem kann ich dann abends, ja, so Sterne rausgucken und naja, so oft auf hat man das, glaube ich, gar nicht, weiß ich nicht. Aber ich war noch ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen Fliegengitter, mal schauen. Man kann die halt auch kippen, das ist ein Luxus gegenüber dem, was ich vorher im Bus hatte. Man kann aufmachen, rausgucken. Und ja, die sind halt von innen jetzt, die gesamten Wände mit diesem Klebeband, was auch die Feuchtigkeit halt rauslässt. Und diese Folie auch, die regelt das automatisch, dass er dann, ich weiß es nicht, wenn es warm ist, kommt mehr Feuchtigkeit raus oder wenn es kühl ist, ich weiß es gerade nicht. So wie es sinnvoll ist. Und dann halt alle Abschlüsse überall, dass das zu ist. Was ich noch nicht weiß, das muss ich noch rausfinden. Vielleicht weiß das einer von euch, muss ich das unten vorbei auch machen. Auch nochmal mit Klebeband alles dicht. Das muss ich noch rausfinden. Ja. Hier ist dann, hier soll ja nachher der Schrank hin. Hier kommt die Dartscheibe hin. Hier unten dann so ein flacher Schrank, wo ich ein bisschen, ja, meine Steine zum Räuchern, den Krams hinmachen kann. Und da habe ich dann ein solches Fenster, was blickdicht ist. Ah ne, das war zu weit. Und da ist aber direkt schon ein Fliegengitter drin. Das heißt, ich kann nachts, wenn ich will, immer für Belüftung sorgen, auch wenn der Ofen an ist. Der Ofen kommt dann hier hin. Ein Holzofen, den ich vorher im Bus hatte, mit genügend Stauraum drunter, dass Holz, Kohle, was weiß ich, darunter passt, dass man wirklich nur 3, 4, 5 Tage kann heizen, ohne nachzuladen. Hier kommt dann der Durchbruch fürs Ofenrohr. Hier kommen Ittungsteine rein. Und hier seht ihr mal in den Ecken. Guck mal, das ist scharf gekriegt. Das ist echt mit dem Handy hier. Naja. In den Ecken mit dem Klebeband von draußen, was auch wasserdicht ist, dass da wirklich nichts rein kann. Und die Fenster, wo dann ist dann überall jetzt nochmal so ein Nachquellband. Das ist erst ganz dünn. Da muss man das Fenster schnell reinmachen. Dann quillt das so auf und dichtet das dann alles ab. Und hier habe ich die Ecken noch nicht geklebt, das muss ich noch machen, so wie hier oben. Ja, und hier kommt dann auch in dem Bereich kommt dann Steinwolle rein, nicht der Holzkrams. Und hier kommt noch mal eine, na, wie heißen diese Platten noch mal? Man, die sind aus so Steinzeugs gemacht. Also hier kommt keine Holzwand hin, sondern Fermazell heißt das. Einfach hitzebeständig und so. Uns kommt auch noch mal Blech davor. Diese Wand wird dann komplett zu. Hier sieht man auch wieder die Anschlüsse, alles
abgeklebt, dass ja keine Ritze da ist, wo die Luft einfach so rausgeht. Und hier kommt dann ein Spiegelschrank hin, den ich bis jetzt bei mir oben im Bad habe. Hier ein kleines Board. Und dann hier das normale Spülbecken für die Küche. Und hier ist dann auch nochmal ein kleines Fenster, wenn man kocht, dass gleich die Dämpfe vom Ofen alles raus können. Das wird ein Gasherd, den habe ich schon. Und der kommt dann wahrscheinlich hier irgendwo hin und noch ein bisschen Arbeitsfläche. Dann hier zu, hier eine Tür, die hier so nach innen aufgeht. Dass eine Tür wenigstens da ist, wo man nicht einfach aus den Angeln heben kann. Da draußen die geht nach außen auf, aber falls jemand einbrechen möchte, braucht er die nur hochzuheben. Aber innen wird es nicht so einfach. Ja, hier soll dann, wird auch zugemacht, hier eine Wand dann hin, der Kühlschrank hin, da muss ich noch gucken, dass ich einen finde, der klein genug ist, aber ich will auch ein bisschen Gefrierfach. Und hier dann so der Tisch zum Arbeiten, einmal am Computer hinzustellen und der Malbereich, wenn ich Tankis male. Und hier ein schönes großes Fenster auch, wo man kann sich rauslehnen, eine geile Höhe. Ne? Ich sehe im Moment noch in der Scheune. Von außen gehe ich gleich auch noch mal rum. Zum Schnacken. Ja, da gucke ich noch genau, wie ich das mache. Hier soll dann eine Couch hin mit einem kleinen Ottomanen, dass man richtig schön gegenüber vom Ofen ein gemütliches Plätzchen hat, wo man dann auch kann ein Fenster aufmachen, wenn man will. Und hier, das wird, hier kommt dann das Bleiglasfenster rein, das draußen steht. Ja, jetzt mache ich noch so ein bisschen Querverstrebungen wie hier. Kommen hier noch rein. Zack. Und da hinten noch. Die Haustüren, die Türen noch setzen. Und dann kommt jetzt aber als allernächstes, kommen jetzt dann schon die Holzplatten an die Wand. Das ist jetzt die nächste große Baustelle. Und dann gehen wir mal raus. Zeige ich euch nochmal von außen den Aufbau. Das ist diese Dampfbremse, keine Dampfsperre, sonst bleibt die Feuchtigkeit ja drin. Es geht auch darum, was man ausatmet und so, wenn man da drin lebt. Kommt da schon was zusammen, die hier lässt die Feuchtigkeit durch. Das hier ist jetzt so Öko-Holz-Faser-Dämmkrams mit super Werten. Und von außen kommt dann diese Folie hier. Eine Unterspannbahn, die auch die Feuchtigkeit rauslässt von außen, aber schlagregenfest ist. Und da sind auch sämtliche Übergänge, alles verklebt, obenrum alles schön eingepackt. Und bei den Fenstern dann auch nochmal von außen mit dem entsprechenden Klebeband das alles zumachen. So, was eventuell, das weiß ich ja nicht. Eigentlich müsste man theoretisch oder würde es Sinn machen, jede einzelne Tackernadel auch nochmal zu überkleben. Aber das ist natürlich eine Schweinearbeit. Hier kommt nachher ja dann, weiß ich ja nicht, entweder eine Lattung, dass es hinterlüftet ist oder direkt eine Kaltstülpschalung an die Wand, wo das Wasser dann ablaufen kann. Das seht ihr dann, wenn es soweit ist. Ja, und jetzt ist nur noch die nächste Baustelle. Oben habe ich ja, zwei Fehler gemacht, keine Ahnung. Ich hoffe, es ist scharf. Zwei Fehler gemacht. Zum einen gehören unter die Dachlatten, die ich oben habe, gehört noch Nageldichtband. Also muss ich die noch einmal abmachen und das Band runter, da warte ich jetzt, bis das da ist. Und eigentlich wollte ich ja EPDM-Folie drauf machen, das wäre schön leicht und hält ewig. Allerdings habe ich die Bohlen, die jetzt oben drauf kommen, bereits eingeölt. Da hält kein Kleber mehr drauf. Die Folie, die wird flächig verklebt.
dumm gelaufen. Das heißt, mir bleibt jetzt eigentlich gar nichts anderes übrig, als ein Blechdach drauf zu machen. Aber naja, so ist es halt. Das wird auch einige Jahre, vielleicht Jahrzehnte halten, wenn es ordentlich gemacht ist. Und dann, falls das dann irgendwann mal Mod ist, kommt ein EPDM-Dach drauf. Ja, das war's erstmal. Jetzt halt noch, ja, wie gesagt, die Innenwände kommen jetzt rein, ist Dach drauf und dann geht's los mit dem Umzug. Der Rest wird dann hinten vor Ort gemacht. Ich danke euch, schöner Tag noch.